Einen wunderschönen Hallöchen an euch. Ich mache heute Eierpunsch, da wir heute ja Silvester haben, den 31. Dezember. Und ich zeige euch, was ich jetzt alles dazu brauchen. Da habe ich hier einmal gemahlenen Sternanis. Den habe ich vorsichtshalber gekauft, wegen dem Geschmack, weil ich nicht weiß, immer, ich schmecke das immer ein bisschen ab. Normalerweise braucht ihr normalen Sternanis, Nelken und Zimtstangen. Dann benötigt ihr noch Eierlikör, Orangensaft und Weißwein. Die genaue Anzahl werde ich euch jetzt noch sagen, beziehungsweise schreibe ich unten in die Infobox rein. Denn normalerweise braucht ihr eigentlich eine Flasche Eierlikör, eine halbe Flasche Weißwein und einen Schuss Orangensaft. Und dort macht ihr dann 2 Zimtstangen, 4 Nelken und 4 Sternanis rein. Da wir aber ca. 16 Personen sind, muss ich etwas mehr nehmen. So, zuerst kippt ihr den Weißwein in den Topf rein. Ich habe jetzt hier 2 Flaschen. Das heißt, es macht dann 4 Flaschen Eierlikör. Ja, da wir ja sehr viele sind, brauchen wir auch sehr viel. So, das kommt alles in den Topf jetzt rein. Ihr könnt da ganz normalen, billigen Weißwein nehmen, den es im Tetrapack zu kaufen gibt. Das wäre dann dieser hier. Den habe ich jetzt bei Edeka gekauft für 1 Euro noch was. Den gibt es aber, glaube ich, auch sogar noch günstiger in kleineren Abpackungen. Hier ist jetzt 1 Liter drin. In den Flaschen jetzt 0,7 Liter drin. Das ist aber, müsst ihr euch ausprobieren vom Geschmack her. Ich habe meist immer die Tetra-Packs genommen, weil mehr Weißwein drin ist. Da in dem Rezept nicht genau dran steht, wie viel Weißwein man nehmen soll, steht einfach nur eine halbe Flasche. Okay. Ich habe jetzt hier ganz normalen Auslese Rheinhessen habe ich hier. Und dann nochmal ein Spätlese Rheinhessen. Beides süß, würde ich vorschlagen, süßen zu nehmen. Wegen dem Geschmack, sonst wird das alles ein bisschen zu trocken. Ich habe jetzt ja diesen, ich würde sagen, so ein guter, ist jetzt naja nicht ganz so ein guter mehr, weil der steht bei meinen Eltern jetzt nur noch rum. Und daraufhin habe ich den jetzt genommen, sonst würde der jetzt sicherlich noch in den nächsten 10 Jahre bestimmt jetzt immer noch stehen. Nur heiß werden lassen, nicht kochen. Ich schalte es jetzt trotzdem jetzt mal noch auf volle Pulle. Und dann lasse ich es langsam köcheln und stelle das dann runter. Hier macht ihr jetzt schon die ganzen Zutaten mit rein. So, hier kommen jetzt 8 Zimtstangen rein. Haut ihr dann einfach mit rein. Ich nehme jetzt hier 10, also bitte nicht wundern, da in meiner Tüte Zimtstangen hier 10 Stück drin sind. Und die 2 ich einfach nur extra jetzt aufheben möchte. Und ich finde es auch vom Geschmack her persönlich besser. Ich sehe schon langsam anfangen, bis es warm wird. Ich werde schon mal langsam jetzt ein bisschen runterdrehen hier. So. Jetzt kommen hier 16 Anis-Sterne rein. In dieser Packung Anis, die ich euch gezeigt habe, waren 8 Sterne drin. Das sind die. Die werde ich jetzt komplett dort reinmachen mit. Sieht jetzt schon mal sehr weihnachtlich aus. Ja, man kann es auch zu Weihnachten nehmen. Ich nehme es immer gerne zu Silvester. Und jetzt brauchen wir 16 Nelken. 1, 2, 13, 14, 15... 16. Also ich muss mal sagen, es riecht hier schon sehr nach Weißwein in der Küche. Sieht auch schon relativ gut aus, sieht schon sehr weihnachtlich aus. Ich würde sagen, sieht ein bisschen nach Apfelpunsch aus, ehrlich gesagt. So ein Apfelzimt-Glühwein mit Gewürzen drin. Hier kommen jetzt eigentlich noch Lorbeerblätter mit rein. Ich habe aber immer Lorbeerblätter weggelassen, weil ich nie welche habe. Und mir extra für Eierpunsch Lorbeerblätter zu kaufen, das ist für mich ein bisschen ungünstig, da ich sonst zum Kochen nicht verwende. Wer es aber gerne noch möchte, da würden jetzt noch 2 Lorbeerblätter eigentlich mit reinkommen. Also pro Eierlikörflasche 2 Lorbeerblätter. Und das lasst ihr jetzt alles leicht erstmal warm werden. Es gibt auch von dem Eierpunsch auch eine alkoholfreie Variante, falls ihr Kinder dabei habt. Füllt ihr jetzt in den Topf kein Weißwein rein, sondern Apfelsaft. Und lasst das mit den Gewürzen köcheln. Und da kommt dann einfach hinterher ein Stück Orangensaft mit dazu. Und dann habt ihr Eierpunsch für die Kleinsten.
Jetzt werden die Eierlikörflaschen kräftig geschüttelt. Weil oftmals setzen die sich ja auch ab unten. Und dann müssen die halt schön geschüttelt werden. Der Weißwein ist jetzt warm. Sieht man auch an den kleinen Bläschen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, bevor die Kamera wieder beschlägt. Der wird jetzt langsam warm und ich werde jetzt den Eierlikör dazu kippen. Je nachdem, wie viele Flaschen ihr benötigt bzw. braucht, einfach reinkippen. Das seht ihr anhand eurer Zutatenliste. Ich brauche halt sehr viel Eierlikör, deshalb habe ich auch einen sehr großen Topf. Ich bereite den Eierpunsch jetzt schon zu. Wir haben es jetzt um 10. Ja, 10 haben wir es. Damit der bis heute Abend schön durchgezogen ist, wird ihn langsam etwas warm werden lassen. Aber nicht zu warm und werde ihn dann abkühlen lassen, beziehungsweise noch eine Weile auf ganz kleiner Hitze warm halten, damit sich die Gewürze auch schön ausbreiten können. Weil umso länger er zieht, umso besser schmeckt er. Wir haben immer festgestellt, wenn wir den nächsten Tag noch getrunken haben, war er besser als am Tag, wo er zubereitet wurde. Ihr könnt allerdings auch jetzt schon immer, wenn er jetzt fertig ist, könnt ihr alles zusammenhauen, in den Topf reinmachen und könnt ihn, weil er warm ist, auch schon genießen. Aber ich finde, dass er, wenn er durchgezogen ist, noch viel besser im Geschmack ist. Da kommen die ganzen Gewürze viel besser raus. Kleiner Tipp noch von mir. Ich habe jetzt in eine Flasche einen Schluck Wasser reingefüllt und habe jetzt spüle jetzt nach und nach meine ganzen Eierlikörflaschen damit aus, damit halt der ganze Eierlikör, man hier noch sieht, alles nur abgesetzt hat. Damit wir auch kein Tröpfchen vergießen. Eierlikör ist hier auch sehr teuer. Ich habe jetzt hier, habe ich glaube noch nicht gesagt, den von Nordgolden finde ich persönlich mit am besten. Kam im Edeka, kam der 3,79 und im Kaufland habe ich ihn für 3,99 gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, muss einfach mal die Preise vergleichen. Hatte ich finde den halt am besten. Und durchs Ausspülen bekommen wir auch den Rest noch super aus den Flaschen raus. Jetzt kommen wir zum Orangensaft. Ich mache meist immer so eine Tasse von diesen Weihnachtsmarkttassen. Das sind 0,2, na, fokussierst du mal, genau, 0,2 Liter sind das hier. Davon fülle ich quasi, ja, eine Tasse auf zwei Flaschen Eierpunsch, also quasi eine halbe Tasse auf eine halbe Flasche. Habe ich mir ausprobiert, das könnt ihr euch selber auch nach Geschmack ausprobieren, weil damit mindert ihr auch ein bisschen den Alkoholgeschmack. Das ist auch alles Geschmackssache. So. Eins. Und Nummer zwei. So. Das werde ich jetzt ein bisschen warm werden lassen und werde dann mal etwas probieren, ob das schon so in Ordnung ist. Notfalls könnt ihr dann auch noch etwas nachwürzen mit ein paar Zimtstangen und etwas Sternanis oder normalen Anis, wie ich jetzt noch habe. Ich habe ja noch normalen Anis noch gekauft. Vorsichtshalber, damit wir noch ein bisschen was haben wegen dem Geschmack, falls es noch nicht so schön ist. Zimtstangen könnt auch noch jeweils noch welche reinmachen. Wenn ihr den Orangensaft in den Eierpunsch reingefüllt habt und der Eierpunsch warm ist, ihn abgeschmeckt habt und ihr ihn für gut befindet, ist der Eierpunsch fertig. Und jetzt könnt ihr ihn so, wie er ist, servieren. Kleiner Tipp noch von mir, legt am besten auf die Tassen ein kleines Sieb drauf für die Nelken, weil die lassen sich immer recht schlecht rausfischen mit der Kelle. Ich wünsche euch viel Spaß im Nachmachen und lasst ihn euch schmecken und ein sehr schönes Silvesterfest.